Also ihr Lieben, wir verlassen jetzt die Küste und fahren ins Landesinnere. Und zwar fahren wir Richtung Tabernas, gell? So heißt es doch. Jawohl. Und was uns da jetzt erwartet, da sind wir jetzt selber nämlich gespannt. Hört sich auf jeden Fall mal interessant an und... So wüstenmäßig wird sich das an. Ja, und da sind wir jetzt mal gespannt, was auf uns zukommt. Und wenn ihr Lust habt und auch so gespannt seid wie wir, dann bleibt dran und folgt uns. Also wir sind jetzt Richtung Wüste und rechts neben uns ist ja auch schon die Wüste, habe ich gerade was gezeigt. Und zwar war das Westerndorf Hollywood oder so ähnlich, gell? Wie ist ja. Das jetzt gerade? Also wir haben es uns nicht besichtigt, wir waren davor gestanden, aber sind nicht reingegangen. Hier wurden auch Western gedreht mit dem Clint Eastwood. Und zwar hieß der eine Handvoll Dollar oder sowas ähnliches, was der erste Italo-Western anscheinend war. Und gedreht wurde der von dem, wie hieß der bekannte Regisseur, Leone da? Ja, also auf jeden Fall ein ganz bekannter Regisseur. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Naja, man wird einfach alt. Also wir versuchen jetzt noch etwas mehr in die Wüste reinzukommen. Und dann schauen wir mal weiter. Die Autobahn führte direkt durch die Wüste, aber unsere Intention war es, in die Wüste mit dem Gustl hereinzufahren. So suchten wir nach einem Nebenweg und wie sich herausgestellt hat, war das nicht die klügste Idee. Nach wenigen hundert Metern merkten wir schon, so einfach ist das mit dem Gustl nicht, aber aufgeben wollten wir eigentlich auch nicht. Real sah die Strecke schon etwas wilder aus, als es im Video zu sehen ist, und als wir dann an die Steigung vor der Bahnüberführung kamen, wussten wir, das wird eng, aber das können wir noch schaffen. Als wir dann oben angekommen sind, haben wir gesehen, dass es steil nach unten geht, nach der Schiene. Da geht es nicht mehr weiter für uns mit dem Gustl. Wir müssen zurück. Frage ist nur, wie? Es gab eine kleine Chance zum Drehen,
Aber mit der Rückfahrkamera war das nicht zu bewältigen, mit den Spiegeln schon gar nicht. Denn nicht vorstellbar, wenn wir in einem Graben mit dem Gustl gelandet werden. So ist Ursi ausgestiegen und hat mich zentimeterweise zurückgelotst. Gemerkt, das war ein offizieller Weg, zwar mit Open End, aber ohne Verbotsschilder, und ich ging davon aus, dass da auch mit dem Gustl befahrbar ist. In Spanien gilt das offensichtlich nicht für jeden Weg. Diese Lektion habe ich jetzt gelernt. Helle ist jetzt etwas ins Schwitzen gekommen. Ja, ich halte schon was aus, aber es war schon ein bisschen kritisch, ja. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Nein, das war jetzt zu steil. Ich weiß nicht, ob man das dann nachher sieht im Film. Also wir wollen da jetzt nicht weiterfahren. Wir fahren jetzt irgendwo hin, wo man vielleicht mit dem Fahrrad ein Stückle reinfahren kann. Also jetzt kam der Helle wirklich mal ins Schwitzen. Aber das Gustl hat es prima gemeistert. Also das war jetzt gefühlsmäßig für uns gleich, ja. Es gab dann noch zwei weitere Versuche, mit dem Gustl in die Wüste auf einer Nebenstraße reinzufahren. Aber etwas vorsichtiger und etwas klüger geworden, gaben wir es dann schlussendlich auf. War einfach, wie jetzt hier in diesem Fall, die Bodenwelle viel zu heftig war. Da wären wir nicht durchgekommen. Sieht auch am Video nicht so dramatisch aus, wie es eigentlich gewesen ist. Jetzt sind wir doch noch in einer Westernstadt gelandet. Das, was wir eigentlich nicht wollten, aber der hat uns so freundlich überzeugt, dass wir reingehen sollten. Okay, ob man jetzt Burg besichtige oder eine nachgebaute Westernstadt in Spanien. Der Preis, wir dürfen da übernachten, aber es ist 12:30, wir suchen noch kein Nachtquartier. Nein, also ob man jetzt wirklich hier übernachtet, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Okay, jetzt schauen wir uns halt die Westernstadt an. Also, und die Drohne lassen wir auch fliegen, die dürft ihr dann auch anschauen. Aha, ihr braucht keinen Eintritt sein. Also jetzt ist gerade noch ein Kastenwagen gekommen und also wir sind nicht ganz alleine. Jetzt schauen wir es uns halt einfach mal an. Ja. Also, das war jetzt der Flop des Urlaubs, ja. Aber man soll ja immer der einheimischen Bevölkerung auch was Gutes tun, ja. Das haben wir jetzt getan mit den 22 Euro, ja. Aber ich glaube, wir kriegen noch ein Getränk. Das ist im Eintrittspreis. Ich weiß nicht, ob ich das will. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir nachher mal in den Salon und dann sehen wir weiter. Ja. Da kommt ja auch die tolle Musik her. So haben die Banken ausgeschaut im Wilden Westen. Alle ausgeraubt. Nur sie schauen noch, ob wir irgendwo in ein leeres Gebäude reinschauen können. Thank you.
ist schon sehr in die Jahre gekommen und leider ist alles zu und was offen ist, ist leer. So, das war jetzt Action genug. Zuerst fast mit Gustl nicht mehr zurückgekommen. Und dann die Drohne über den Berg fliegen lassen. Und dann auf einmal heißt Fluggerät nicht verbunden. Aber die DJI ist Gott sei Dank so qualitativ hochwertig, dass sie dann automatisch den Rückflug eingeleitet hat. Und dann konnte ich beobachten am Bildschirm, wie die automatisch zurückgekommen ist. Aber das Herz bleibt dann schon zuerst einmal stehen. Das war jetzt genug Action. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt unternehmen noch. Aufnahme.
Na, wundert ihr euch? Wir sitzen gar nicht vor unserem Gustl. Nein, heute sind wir nämlich beim Moby Dick. Und wem gehört Moby Dick? Ja, ganz klar. Marco und Karin von Camperfan. Ja, das sind nämlich. Ja, das machen wir jetzt gleich noch anstoßen. Wir haben sie schon mal vorgestellt, Karin und Marco von aus der Schweiz. Landcamp heißt es, glaube ich. Gell? Landcamp. Genau, landcamp.ch. Ja, genau, das blenden wir unten nachher am besten nochmal ein. Und wir haben uns jetzt heute hier getroffen. Also wir sind nicht nur hier den Stellplatz oder Campingplatz, ist eigentlich ein Campingplatz, gell? Ja. Campingplatz angefahren, weil ich tonnenweise Wäsche zu waschen habe, sondern weil wir uns eben mit Karin und Marco verabredet haben. Und ja, und jetzt machen wir es uns nämlich richtig gemütlich und wir stoßen an. Willst du auch eine Wassergehelle? Nein, Prost. Prost! 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 Zum Wohl! Prost! Zum Wohl! Ne, Viva España! Ja! Ja. Wir haben die Zeit am Campingplatz nicht nur für ein Treffen mit Karin und Marco genutzt. Wir haben auch unsere Wäsche gewaschen und uns etwas erholt. Und natürlich haben wir auch einen Fahrradausflug unternommen, allerdings diesmal ohne Videokamera. Hier sind wir schon wieder am Ende unseres Videos angelangt. Hier seht ihr noch ein paar Bilder, wie wir über die Autovia nochmals von Almería Richtung Guadix fahren. Guadix, unser nächstes Ziel. Und wir können jetzt schon sagen, wir haben nicht nur Guadix besucht, wir waren auch in der Sierra Nevada und sind dann am Schluss wieder an der Küste gelandet. Demnächst erscheint das Video dazu. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.